Auswandern in ein anderes Land ist das eine, aber da alles zusammenpacken und alles abzuschließen, das ist das andere. Darum geht es heute in dem Video. Ja, es ist ein Loslassprozess, ein Veränderungsprozess, eine Transformation und zwar diesmal ganz wirklich und ganz, ganz richtig. Ich bin ja in meinem Leben schon öfter übersiedelt. Und jeder, der schon mal übersiedelt ist, weiß, was da alles auf einen zukommen kann. Ja, man überlegt, was nimmt man mit, was wirft man weg, was schenkt man her, was kann man verkaufen. Das ist dieser Prozess, in dem ich jetzt genau drinnen bin, seit 2 Wochen ungefähr. Manche von euch haben mir ja geschrieben, ich sollte Bescheid geben, wie mache ich denn das am besten und wie geht es mir denn dabei? Ja, wie geht's mal? Sehr unterschiedlich. Also ich habe dieses Zusammenpacken so nach hinten geschoben. Heute nicht, morgen, morgen, morgen. Kennt man eh. Wenn man was nicht gerne macht, dann verschiebt man das auch gern. Aber irgendwann ist der Zeitpunkt da, da muss es sein oder so soll es sein. Sollte ja kein Stress werden. Es hat sich auch das Ziel, also dieses Land geändert, wo wir hingehen. Dazu mache ich extra Video dann, wenn es soweit ist, wann das wirklich durch ist. Heute geht es einmal um das Zusammenpacken. Ich habe mir vorher überlegt, nächtelang, wie ich das am besten mache, weil für mich ist das ein riesen, riesen Brocken, weil ich einfach Dinge, die gut brauchbar sind oder die ihren Wert haben, nicht einfach wegschmeißen möchte, wie zum Beispiel Bücher. Ich mag gern Bücher, ich habe dementsprechend viele Bücher und es sind hauptsächlich Fachbücher oder Sachbücher, die ich habe zu den Bereichen, die mich heute interessieren und die sind sehr weit gestreut. Und ich habe jetzt einmal alles rausgegeben aus den Kästen und sortiert, was möchte ich mir behalten und was möchte ich mitnehmen. Jetzt, wenn du zum Beispiel einen Transformationsprozess auch hast, du musst dir deswegen nicht auswandern oder übersiedeln, aber es tut dir so vielleicht einmal ganz gut, dass man Update macht, was hat man alles, was braucht man überhaupt noch, um auch Platz für Neues zu schaffen. Und ich finde, das ist immer so parallel, ja. Das eine sind die Dinge im Außen, das ist ja etwas Materielles oder es sind nur Dinge. Und das andere ist dieser Prozess im Innen, der mitzieht. Ja, oder die beiden Prozesse, die ziehen sich gegenseitig voran oder blockieren sich auch gegenseitig. Auch das kann sein. Bei den materiellen Dingen, ja, bei manchen geht es um einen reellen Wert, also wo man sagt, das ist ein Sachwert, das besteht aus dem und dem Material und das ist das und das wert. Das ist mal das eine. Dann muss man sich überlegen, ja, wie alt ist es? Ist das, weil es älter wird, jetzt mehr wert oder weniger wert? Kommt ja darauf an, was das ist. Die meisten Dinge sind dann weniger wert automatisch. Und dann gibt es noch den ideellen Wert, den man dabei misst. Ich habe letztes Mal im Video gesagt, ja, ich weiß nicht, wie ich anfange. Ich fange halt bei irgendeinem Kastel an und habe ja auch gemacht dann. Und da sind mir gleich einmal die Fotos in die Hände gerutscht. Also ich habe ja ein Kästchen, da sind die Fotoalben drinnen. Alle Fotos, die so ordentlich sortiert sind. Und dann habe ich so einen Teil vom Kasten, da ist es eher in Schachteln drinnen. Und das habe ich mir mal vorgenommen. Und dann habe ich mir gedacht, tue ich mir das an? Ja, ich könnte gleich die Schachtel nehmen und wegschmeißen, weil das sind einfach alte Fotos, das ist die Vergangenheit, die braucht man nicht mehr. Aber auf der anderen Seite ist es ja ein Teil von einem. Ich wollte mir es zumindest noch einmal durchschauen und habe da einen ganzen Abend damit verbracht, einen langen Abend. Diese 2 Schachteln durchzusehen. Da waren auch noch alte Negative dabei. Und die Fotos waren ja nicht komplett. Die sind nur ein paar da. Ja, früher hat man halt die Fotos noch gemacht. Die sind auch in den Alben drinnen. Und dann ist ja die Zeit gekommen, wo man es dann eher am Computer gehabt hat, eher digital und wo man es eventuell ausgedruckt hat und gespeichert hat. Dann hat man vielleicht nochmal 1, 2 ausgedruckt und die anderen hat man gespeichert und so weiter. Und daher habe ich es natürlich jetzt nicht so jahrweise geordnet. Ich habe halt die Fotos, die ich gehabt habe, aussortiert und geordnet, soweit es gegangen ist. Und da ist man halt mittendrin im Transformationsprozess. Kannst du dir vielleicht vorstellen, da denkt man nach über manche Situationen, Geschichten, Stationen im Leben. Man denkt nach über Personen, die einen begleitet haben. Und bei mir war es ja oft Dankbarkeit dabei. Und auch so Erinnerungen, die ich so gar nicht mehr so bewusst gehabt habe, was ich alles erlebt habe, was ich alles gemacht habe. Ich habe irrsinnig viele Reisen gemacht. Das ist mir auch wieder bewusst geworden. Und dabei habe ich ja nur einmal die 2 Schachteln durchgesehen, weil das andere ist ohnehin in Fotoalben oder auch in Fotobüchern.
Und das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Aber das ist ja schon geordnet. Da kann ich dann sagen, nehme ich mit, nehme ich nicht mit. Und es kommt ja auch darauf an, wie du, falls du auswanderst oder woanders hingehst oder auch nur so übersiedelst, was du machst. Ob du wieder so eine fixe Station hast oder ob du eher herumreist. Danach wird sich das auch richten, wie viel du mitnimmst oder überhaupt mitnehmen kannst. Und ich habe mir das dann so vorgestellt, wir haben da ein Haus gefunden, wo man mieten kann. So, dann, wenn ich da die Zelte abbreche, habe ich ja doch einige Dinge, die ich mitnehmen muss. Also ich schaffe es einfach noch nicht, dass ich sage, ich fahre nur mit einem Koffer weg und sonst aus nichts. Und wenn ich da jetzt keine Basis habe in Österreich, wo ich das lagern kann, dann muss ich es mitnehmen. Und dann habe ich schon überlegt, okay, die Spedition führt es hin, wir mieten uns hier ein Haus, da wird ein Zimmer frei sein für diese Schachteln oder sei es, man räumt es dann ein. Und dann habe ich mir aber so reingespürt, ja, dann ist man mal dort, bis man ankommt. Ja, das dauert ja mal Zeit, bis man wirklich dort ankommt. Ja, und kaum ist man dann dort angekommen, so müsste man sich schon wieder damit befassen, weil man ja wieder weg muss. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das mag ich eigentlich nicht. Und daher habe ich meine Fühler weiter ausgestreckt, um ein Land zu finden, das außerhalb der EU ist. Das hat wieder andere Gründe, die Entwicklungen, die eben da jetzt stattfinden. Wäre mir das für die nächsten Jahre lieber. Und da bin ich gerade dabei und ich werde euch dann informieren, wie das ist. Und sobald ich das einen Stempel drauf habe, dann werde ich euch gerne darüber berichten. Was jetzt dieses Lagern betrifft, wenn jetzt jemand weggeht, ich weiß ja nicht, wie ihr das macht oder gemacht habt. Haben mir ja letztes Mal so viele geschrieben, auch die diesen Auswanderungsprozess hinter sich haben, beziehungsweise Leute, die jetzt gerade dabei sind, sind ja verschiedene Phasen. Das heißt, das ist einmal so das Nachdenken drüber, das theoretische Planen, dann erkundigt man sie, führt schon Gespräche mit jemandem und so weiter, fährt vielleicht einmal hin, das ist halt in Zeiten wie diesen, diese Phase ist da nicht möglich oder eingeschränkt möglich. Früher hätte man das anders gemacht vom Ablauf her, aber jetzt ist es eben so. Und manche wollen ja möglichst rasch weg aufgrund der Entwicklungen hier in diesem wunderschönen Land. Ja, jedenfalls bin ich durch verschiedene auch Gefühlsphasen durchgegangen. Was war dabei? Ja, zuerst einmal die Freude über das, dass man was gefunden hat. Dann die Dankbarkeit, dass es so viele Menschen gibt rundherum, die einen auch unterstützen oder Tipps haben oder einfach nur ja, dabei sind. Das ist schon auch schön. Dann natürlich auch Wut, die wieder hochgekommen ist über die, die das Ganze fabrizieren da, dass viele Menschen aus diesem Land müssen oder wollen. Ich wollte ja weg, also es ist okay für mich, dass ich eine Zeit lang woanders lebe oder ich lasse ja das offen, vielleicht bleibe ich ja dann auch dort. Aber dieses Wie, das Wie ist jetzt anders und die Qualität dabei ist eine andere. Und da kommt man vielleicht schon mal ab und zu ins Hadern hinein, aber das ist ganz kurz bei mir, weil ich mir dann denke, ja, das geht seinen Weg, so wie halt das Leben so läuft. Passieren ja immer wieder Dinge im Außen, mit denen man nicht gerechnet hat und dann stellt man sich darauf ein. Das ist, gehört ja zum Leben dazu und man hat immer was Positives draus. Das habe ich in ganz frühen Jahren schon lernen dürfen, also meine schwierigsten Phasen oder meine leidvollsten Phasen habe ich gehabt, wie gut 20 Jahre alt war. Das war für mich die schlimmste Zeit. Und seitdem ist sie immer bergauf gegangen, zum Glück, weil das war so wie mein neues Leben. Und wo ich verstanden habe, man kann das Leben in die eigene Hand nehmen, auch wenn man alles verliert und wenn alles wegbricht. Und man das Gefühl hat, man hat überhaupt keine Stütze mehr rundherum. Auch dann kann man sehr wohl das wieder in die Hand nehmen. Und es zahlt sich auf jeden Fall aus. Also für die von euch, die jetzt so im Wiggelwoggel sind oder die sagen, das ist Katastrophe und so weiter, schaut euch einfach um. Es gibt immer Möglichkeiten. Die einen sagen, für mich ist es eine Möglichkeit, wegzugehen aus diesem Land, aus diesem Gebiet, wo die Strukturen in einem Ausmaß verändert werden, die überhaupt nicht mehr passen zum Leben. Oder andere, die sagen, ich bleibe auf jeden Fall da, egal aus welchem Grund, sei es wegen Familie, wegen einem Besitz, den man hat oder weil man das Land einfach so liebt, ist ja ein schönes Land Österreich, also von der Landschaft her und so. Egal, wie man sich entscheidet, wo man hingeht, dieser Transformationsprozess, diese Veränderung bleibt ja. Die nehme ich mit, wenn ich weggehe und die hat auch jemand da, der da bleibt. Und darum geht es wirklich, sich die Zeit zu nehmen, hineinzuspüren, was ist richtig für mich,
was kann ich in meiner Situation tun? Es gibt immer Möglichkeiten, immer. Und es gibt so viele Menschen rundherum, die das unterstützen. Man muss halt nur oft wirklich einmal die Augen aufmachen, sich umhören, ein bisschen anders denken, ums Eck denken. Und das ist das, was wir zum Beispiel ja auch mit Neurodings machen, dieses Stressdenken, dieses in eine Richtung Scheuklappendenken zu überwinden, aufzumachen, sich in eine angenehme Stimmung zu bringen und dadurch, wie wenn man alle Türen aufmacht, alle Tore aufmacht und dann bekommt man Informationen von verschiedensten Seiten, auch von dort, wo es das niemals für möglich gehalten hättest. Es funktioniert ganz sicher. Das Wichtigste ist, dass du aus diesem Stress rausgehst. Du kannst die Situation beschreiben, wie schlimm die ist und so weiter. Da kann man mal bitteln, eine Zeit lang. Und ja, wer sich austoben möchte, in Polster reinboxen oder sonst irgend sowas machen oder einmal schreien. Dann gut durchatmen. So, und dann sich sammeln. Ja, das ist dann so, wie wenn du dich überall hin verteilt hättest, wie bei einer Explosion. Und dann kommst du wieder zu dir zurück, zu deinem Kern. Das andere kann eh wegbleiben, das braucht kein Mensch. Diese ganzen Fassaden, diese ganzen Masken, ist ja sehr, sehr bezeichnend für die jetzige Zeit. Und dann kommst du wieder zurück zu deinem Kern und spürst dich rein. Und dann kommst du in Verbindung auch mit den Menschen, die dir weiterhelfen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und jetzt war jemand da bei mir, die hat zwei kleine Kinder. Die hat überlegt, ob sie ins Ausland geht. Es gibt in verschiedenen Ländern so Wohngruppen, ganz, ganz neue Wohnformen, wo man auch mit wenig finanziellen Mitteln durch die Gemeinschaft, durch das Zusammenhelfen leben kann. Und zwar wirklich ganz neu definiert. Also für alle die, die sagen, ich habe das System sowieso so satt, weil sich das schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr bewährt. Das ist die eine Möglichkeit, das zu machen oder weit aufs Land rauszuziehen, habe ich auch eine, die jetzt gesagt hat, sie packt ihre Kinder und mietet sich was ziemlich weit draußen, wo die Kinder Kinder sein dürfen. Ich weiß von einer anderen Kundin, die ihre Kinder in organisierten Lerngruppen hat, die gehen nicht in die Schule. Also nicht in die staatliche Schule. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wichtig ist es, so wie wir bei Neurodings auch immer sagen, mach dein Ding, wirklich dein Ding zu machen, sodass es dir besser geht, dass es dir gut geht. Weil dann kannst du das ausstrahlen und kannst du anderen weiterhelfen. Umgekehrt funktioniert es nicht. Ja, mit meiner Zusammenpackerei da, ich habe ein ganzes Haus zum Ausräumen. Es war jetzt der Makler ein paar Mal da mit Interessenten. Das ist jetzt im Laufen. Und in der Zwischenzeit schaue ich schon einmal, dass ich die Sachen schlichte. Ich habe mir da jetzt ein System gemacht. Ich habe zwei Kästen ausgeräumt und habe einen Kasten betitelt mit dem, das nehme ich mit. Und einen Teil des Kastens mit, das schenke ich her. Und dann habe ich nur ein paar Kisten da stehen mit dem, was ich verkaufen möchte. Ja, so einmal sich einen Überblick zu verschaffen. Weil ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie viel bleibt denn dann übrig. Aber nachdem wir jetzt unsere Pläne geändert haben, kann ich ja gar nicht viel mitnehmen. Die Frage ist, soll ich wirklich alles wegwerfen? Soll ich wirklich alles verschenken? Soll ich alles verkaufen? Oder soll ich es da wo lagern? Es ist keine einfache Entscheidung, weil man ja nicht weiß, kommt man wieder. Ich habe es jetzt so angelegt, so für den Zeitraum 2 Jahre ungefähr. Ihr wisst ja, man kann sowieso überhaupt nichts planen, aber ich brauche das für mich so ein bisschen so einen zeitlichen Horizont. Also mir war das eben zu viel Aufwand, das alles zu machen für 5 Monate weg und dann schauen, wo gehe ich wieder hin. Aber wenn ich denselben Aufwand habe und dann einmal wirklich wieder mehr Zeit lang wo sein kann, höchstwahrscheinlich, ja, soweit man es halt einschätzen kann, dann tue ich mir leichter. Dann habe ich diesen riesen Aufwand und dann kann ich aber dort mehr Zeit leben. Mich zurechtfinden mit dem Land, mit dem Umfeld, mit dem Klima, mit der Sprache und so weiter, um dann auch für mein Leben viel mitzunehmen und auch das wieder weitergeben zu können an meine Klienten. Nur so als Überlegungstipp, falls jemand von euch überlegt oder vielleicht habt ihr ja selber Ideen, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, das wäre voll interessant. Ich habe mir so überlegt, was tue ich mit den Dingen, die einen Wert haben, entweder ideell oder einfach einen Wert in der Form, dass ich das noch einmal brauchen könnte, wenn ich wieder hier bin und ja, da meine Zelte abbreche. Ich könnte Schachteln zusammenrichten und könnte es zum Beispiel in ein Storage geben,
Ist aber relativ teuer, sowas anzumieten. Ich könnte auch eine Garage mieten. Der Unterschied von dem ist offenbar, dass eine geheizt ist oder zumindest nicht so feucht ist wie eine Garage, die ja für ein Auto bestimmt ist. Ist beides nicht ganz billig, wobei eine Garage billiger ist als ein Storage. Und dann habe ich auch noch überlegt, man könnte jemanden fragen, der viel Platz hat. Gibt es ja auch Leute, die vielleicht alleine in einem riesengroßen Haus wohnen und Keller und Dachboden haben oder sogar Zimmer frei haben, das dort unterzubringen, wenn du so jemanden kennst, also wenn das für dich fraglich ist. Ich habe da schon ein bisschen herum überlegt und man könnte sich auch eine Wohnung mieten oder vielleicht hast du ja ohnehin eine Wohnung oder ein Haus und lässt das noch bestehen. Dann kann man das natürlich da lassen. Für mich war das keine Option, weil ich ja das Haus verkaufen möchte. Es ist ein älteres Haus und ich kann mich ja nicht darum kümmern. Ich finde es auch nicht sinnvoll, wenn ich mir dann irgendjemanden Zoll, der dann da immer noch im Rechten schaut und so. Das ist mir zu viel Aufwand und auch wieder zu viel Nachdenkerei. Das lenkt mich wieder ab von meinem neuen Leben dann dort. Das heißt, der Verkauf ist daher, habe ich da jetzt keinen Platz, wo ich das unterbringen kann. Aber es wäre eine Möglichkeit ja für andere Leute, die sagen, ich miete mir was oder ich habe sowieso eine Wohnung in Miete oder im Eigentum oder Haus und habe das dort. Wie auch immer, das Wichtigste ist, oder zumindest für mich war es so, so viel wie möglich wegzugeben. Und da gibt es ja auch so die bekannte Regelung, zumindest gilt das fürs Gewand, wenn man was schon ein Jahr nicht mehr getragen hat oder so, oder zwei Jahre sogar. Dann weg damit, man wird es nicht mehr anziehen. Stimmt jetzt nicht immer, aber ich habe für mich beobachtet, dass ich sowieso meistens das Gleiche anziehe. Aber wenn der ganze Kasten voll ist, dann greift man wieder zu dem Wohlfühlgewand und das andere bleibt dann wieder drinnen hängen und das kann man eigentlich weggeben. Aber fürs Gewand ist es einfacher, weil da gibt es diese Boxen, wo man das reingeben kann für einen Verein, der es dann günstig weiterverkauft an Bedürftige. Bücher, ja, ich weiß schon, dass es so Büchereien gibt oder so Stellen, wo man Bücher reinstellen kann, irgendwo in der Stadt. So auf der Art, jeder kann sich das rausnehmen oder reinstellen, was er mag. Aber ich habe so viele Bücher und das sind auch Fach- und Sachbücher. Ich weiß nicht, ob die dann so interessant sind. Ist vielleicht mehr so für Romane oder so geeignet. Ja, da werde ich nur schauen über Facebook, dass ich da vielleicht Leute finde, die es interessiert. Und wichtig ist, dass sie die Leute das abholen, dass ich nicht dann nur die Arbeit habe, das einzupacken und an jeden zu verschicken. Ich habe ja momentan genug zu tun mit den eigenen Dingen, die ich da verpacken muss und aussortieren muss. Ja, so Gläser habe ich dann noch gefunden. Ja, das sind alles so Kleinigkeiten, ja. Aber insgesamt summiert es halt. Aber ich merke, je mehr da wegkommt, wenn wieder sagt, ja, ich hole mir es ab, ja, kann ich brauchen. Und freut sich vielleicht sogar noch. Das ist so ein gutes Gefühl, weil dann ist wieder was weg. Und so ist es in einem drinnen ja auch. Es ist was weg, es ist was anders. Und es ist so auch das Gefühl. Das heißt, es ist so da, es ist so dicht. Und dann, das löst sich, das lockert sich, das wird leichter. Das ist ja, vielleicht bekommst du ja auch einen Gusto, auch wenn du nicht verreist oder nicht auswanderst, dass du da auch wieder mal durchschaust, was brauchst du noch, was brauchst du nicht mehr. Und man kann dann wieder besser durchatmen. Und vieles braucht man ja wirklich nicht mehr. Was für mich ein Riesenthema war, sind meine ganzen Ordner und Mappen. Ich habe ja so viele Ordner, wo Kursunterlagen drinnen sind, Ideen für Kurse. Ich habe ja so viele Lehrgänge unterrichtet, mache ich ja nach wie vor online. Und mal den und mal den und dann sind halt da ein paar so Ideen drinnen und auch Abläufe, Kursabläufe, Skripten, alles Mögliche. Und dann schaue ich ja wieder mal da rein vielleicht, hole mir Anregungen, kreiere wieder was Neues. Und das wollte ich dann nicht wegschmeißen, aber das sind so viele. Und ich habe so durchgezählt, nur ungefähr, bin einmal auf 40 Ordner gekommen, die ich da behalten würde. Und habe dann die Idee gehabt, dass ich das einscanne. Habe mich erkundigt bei einer Firma, das einscannen lassen, kostet 40 Euro pro Ordner. Ja, ist halt auch nicht so, so günstig. Und mit meinem Scanner brauche ich das nicht machen. Scannerdeckel auf, ein Papier rein, zu. Dann gesagt, so, ja, so. Weiß ich nicht, 2 Minuten geht so, bis der fertig ist. Kannst vergessen. Also es gibt ja auch Scanner, wo man das Papier so backelweiß reingeben kann und der das durchzapft und möglichst schnell speichert. Anders geht das sowieso nicht. Habe jetzt einen Bekannten gefunden, wo ich das hoffentlich machen kann.
Und dann mache ich das oder ich fange zumindest einmal an damit und sehe einmal, wie lange das dauert, bis ich so einen Ordner eingescannt habe. Man muss ja bedenken, dass ich vorher noch die Vorbereitungsarbeit habe, weil einiges ist in Hüllen drinnen und dann sind wieder kleine Zettel, große Zettel vielleicht. Das muss man alles einmal aussortieren vorher. Also bleibt sowieso nicht aus, dass ich mir jeden Ordner noch einmal einzeln genau anschaue. Und wer weiß, vielleicht kann ich ja dann noch was entsorgen vorher, damit es nicht so viele Ordner sind. Nachdem sie das so viele Jahre bei mir angesammelt hat, die ich ja jetzt schon über 20 Jahre in der Kursleitung tätig bin, wird vielleicht das eine oder andere Thema dabei sein, was ich ja eh nicht mehr brauche, was ich von mir aus auch nicht mehr anbieten möchte oder kann. Ja, so bin ich zuversichtlich, dass sie das vielleicht noch ein bisschen reduziert. Jedenfalls kann ich die Transformationsmethode, die ich entwickelt habe, also Neurodings, sehr gut jetzt immer einsetzen. Ich zeichne immer wieder zwischendurch, bin dran, da was zu transformieren. Wir sagen ja immer Veränderung zuerst am Papier und dann im Leben und das mache ich so parallel und das funktioniert super. Das unterstützt mich sehr, wenn du dich dafür interessierst, verlinke ich dir hier so ein kleines Video über Neurodings. Ich bin also weiter dran, Kasten für Kasten durchzugehen, zu sortieren, auszusortieren, zu entsorgen, zu verkaufen, zu verschenken. Und auf diesem Kanal geht es hauptsächlich um Neurodings. Ab und zu werde ich auch immer wieder was einbringen von meinem persönlichen Veränderungsprozess, Transformationsprozess, weil der natürlich jetzt gerade für mich einen großen Raum einnimmt. Und wer weiß, vielleicht bist du an beiden interessiert und offenen Geistes, dann wirst du dir von da wie von dort was für dein Leben mitnehmen. Und wie wir immer sagen bei Neurodings, mach dein Ding. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich.